Servus, liebe Wandern, Outdoor- und Buschkraftfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin im Wald draußen, wie ihr gesehen habt. Ich habe ein kleines Feuer gemacht. Das ist jetzt eigentlich so das erste Feuer hier im Camp. Sehr klein noch. Das wird alles noch. Und warum ich das Video mache, es geht mir darum, ihr kennt es doch sicher alle, die Trangia-Flaschen und die Gaskocher-Flaschen. Erstmal suchen. Ja, die sind alle ziemlich hässlich von der Farbe her. Super geil. Also die Flasche selber ist tipptopp. Die möchte ich gar nicht mehr missen. Die Sicherheitsflasche und jede Gaskartusche, der kommt dann rot, blau oder sonst was daher oder grün. Das gefällt mir einfach nicht und das habe ich geändert. Wenn ihr wissen wollt, wie und wie das dann ausschaut, dann bleibt es auf jeden Fall dran. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Flaschen und Gaskartuschen, die sehen einfach blöd aus im Wald, gefällt mir nicht. Und jetzt habe ich mir bei Markus, Naturbursche Markus, kennt jeder, oder die meisten oder viele, mein guter Kumpel, den habe ich im Auftrag gegeben, mir so Sackerl zu machen. Zack. Ich habe halt gesehen, dass er ziemlich gut nähen kann und da ist mir das eingefallen. Und schon ist die Flasche hier wunderbar versteckt und gleicht sich oder passt sich der Naturumgebung einfach wunderbar an und sieht nicht aus wie ein Feuerlöscher. Tolle Sache. Ja, genau das gleiche habe ich mit den Gaskartuschen auch gemacht oder machen lassen für die große und für die kleine. Ich habe jetzt allerdings hier im Wald nur die kleine Version dabei. Man muss ja nicht alles mitnehmen. Und da kannst du dann jede Farbe reinstopfen. Ist ja wurscht. Hauptsache versteckt. Und wie gesagt, passt sich einfach der Natur viel schöner an. Dann klappert es im Rucksack auch nicht rum, weil es hier geschützt ist, gedämpft ist. Und man kann es, wenn man keinen Platz hat, vielleicht kann man die Gaskartusche noch draußen am Rucksack anhängen. Muss ja nicht sein, aber so halt die Idee des Ganzen. Hat er super gemacht. Also die Näharbeiten von Markus, die sind einfach immer klasse. Vielen, vielen Dank dafür nochmal, lieber Markus. Und ja, der ein oder andere findet es vielleicht komisch. Oder sagt sich so ein Quatsch, brauche ich nicht, da male ich es halt an. Aber mit diesem Anmalen, ist, wie gesagt, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. Irgendwie blättert die Farbe dann auch ab. Und ja, irgendwann ist die Kartusche auch leer. Und es gibt im Endeffekt gibt man mehr Geld aus. Und ich finde das Sackerl einfach viel cooler, viel rustikaler. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. So ein kleines Gimmick nebenbei noch. Und wir gleich noch einen fetten Sack machen lassen für den Trangia-Kocher. Also, da ist Trangia-Set drin, dann brauche ich da dieses, habe ich jetzt mal offen gelassen, zum Demonstrieren. Das Band nicht mehr drum. Einfach in den Sack rein hier. Zu. Und fertig ist die Geschichte. Richtig schöne Arbeit. Es passt gerade so. Also es ist gut Platz. Wunderbar. Was soll man sagen? Genau, das war die Idee dahinter. Das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Schaut bei Markus, Naturbursche Markus, mal auf dem Kanal vorbei. Und ja, vielleicht nehmt ihr einfach Kontakt an mit ihm auf, wenn ihr mal was nähen lassen möchtet, etc. Er hat ja, glaube ich, auch fertige Artikel, die er schon gemacht hat. Redet mit ihm, schaut mal vorbei, würde mich freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß draußen in der Natur. Wir sehen uns hier wieder auf meinem Kanal, draußen im Wald, im Lager vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus, ciao. Bleibt's gesund.